Wir erzählen euch jetzt unsere Geschichte von der Schule. Wie mühsam, dass es mit dieser Maskenpflicht... mit Lehrperson und Schulleiter. Also alles hat angefangen ungefähr nach dem Herbst. Danach ist die Maskenpflicht eingeführt worden. Ich habe für eine Woche lang mit extrem, also mit ganz verschiedenen Masken versucht, irgendwie damit klarzukommen und habe aber immer wieder das gleiche Problem gehabt. Nach ungefähr 30 bis 45 Minuten konnte ich nicht mehr können richtig denken. Ich habe nicht mehr richtig Sauerstoff bekommen. Mir war einfach übel. Und ja, also, wenn ich jetzt irgendwas gehört habe in dieser Zeit, dann habe ich das meiste nicht wirklich mitbekommen. Wenn ich Masken abgezogen habe, also ich bin jeweils nicht mehr heimgeschickt worden, habe ich Masken abgezogen hier draussen und dann habe ich angefangen zu husten. Extrem. Also, als ob ich schwer krank wäre. Und als ich dann zuhause gewesen bin, habe ich jetzt nicht mehr müssen, ungefähr für eine halbe Stunde kotzen. Und dann habe ich gedampft, dass ich wieder richtig schnaufen kann. Und wenn ich jemals noch geschnitzt habe oder so, oder sonst irgendwie, dann habe ich immer, sind ganz viele kleine Fädeli im Nasentuch drin gewesen. Jedenfalls haben ich und meine Mutter dann ein Arztzeugnis besorgt. In, wo war das nochmal? Luzern. Luzern, ja. Und dann haben die das von der Schule müssen akzeptieren. Weil ich meine, die haben es sich nicht können leisten, dass ich nachher irgendwie dort umkippen oder so. Oder dass ich nachher vielleicht sogar sterbe. Und dann hatte ich ein Gespräch gehabt mit dem einen Schulleiter, wir haben zwei Schulleiter unserer Schule, mit dem Herrn S. Da waren die Abmachungen nachher drin, dass ich dann immer soll einfach den Abstand halten und irgendwie. Und dafür aber dann in der Mitte vom ganzen Klassenzimmer, also so schön noch, so ein bisschen mit, bei der Gruppe so, nicht einfach ganz weg noch sitzen darf und ohne irgendwie sonst was, ohne Schieben oder irgendwas noch dazu. Ja, das waren die Anmachungen. Ist auch gut so gelaufen für ungefähr 5 Monate. Bis nachher, das war dann irgendwie nach der Winterferien, bin ich dann auf einmal ins Klassenzimmer reingekommen. Das war eine Woche vor der Sportferien. Bin ich auf einmal ins Klassenzimmer gekommen. Ich kann nicht mehr meinen schönen grossen Tisch gehen, wie vorher im Klassenzimmer. Ich habe meinen Tisch, ganz kleinen Tisch so, ganz hinten im Ecke, neben dem Fenster, mit einer grossen so Plastikscheibe gehabt. Ganz weit weg von allen anderen. Super, sehr gut gewesen. Dann habe ich jedenfalls das, glaub, für eine Woche lang bis zur Sportferie habe ich das einfach mal hingenommen und habe geschaut, ob das nach der Sportferie immer noch so ist. Ich bin nach der Sportferie wieder zurückgekommen. Es war immer noch so gewesen. Hat sich nichts daran verändert. Also habe ich die Frau H. gefragt, das ist meine Lehrerin, meine Hauptlehrerin. Habe ich dann gefragt, wieso dass ich jetzt auf einmal eine Scheibe dort vorne habe, wieso dass ich eigentlich dort alleine sitze. So. Und dann hat sie mir gesagt, ja, sie will sich nicht anstecken und so. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber das ist überhaupt nicht mit den Bedingungen
wo ich mit dem Schulleiter abgemacht habe, also mit ihrem Chef abgemacht habe, stimmt das überhaupt nicht überein. Und dann hat sie gesagt, ja, ich besuche, das sind jetzt die neuen Verordnungen so. Und dass sie immer halt alte Leute besucht und die pflegen muss. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber das ist nicht mein Problem. Das ist ihr Problem, wenn sie die ganze Zeit alte Leute besuchen. Danach müssen sie aber bei mir nicht Scheiben vorne dran anstellen. Und danach hat sie dann gesagt, ich soll aufhören. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung. Also sie geht mit mir zum Schulen, habe ich gesagt, Entschuldigung. Es ist aber so, es ist nicht mein Problem. Und dann hat sie mich mitgenommen zum Schulleiter. Der Schulleiter, nein, es ist anders gelaufen. Zuerst habe ich nämlich dann noch so kurz mit ihr geredet. Und danach hat sie mir dann gesagt, also ich habe Frau H. nie will mit mir diskutieren, weil sie genau weiss, dass sie zu wenig Argumente dafür hat. Was sie eigentlich auch hat, weil sonst würde sie nicht immer sagen, dass sie nicht mit mir diskutieren will. Und dann hat der Schulleiter irgendwie gefunden, mit all den Gesetzen und so, und dass ich jetzt dort dahinter muss sitzen, hat er mir das Ganze so irgendwie erklärt mit irgendwelchen Gesetzen. Ich kann mich da nicht ausdrücken, durch Chris fragen. Ich weiß auch nicht mehr, was er alles gesagt hat, aber trotzdem. Ja. Und danach hat er dann einfach gefunden, weil ich jetzt eine Lehrperson in Frage gestellt habe, werde ich für 3 Tage von der Schule verwiesen. Sind also verwiesen und so hat er dann. Seine genauen Worte waren, da du deine Lehrerin in Frage gestellt hast, verweise ich dich jetzt für 3 Tage von der Schule. Ich war natürlich geschockt und habe aber gleichzeitig gedacht, ja super. Super. Danke, sie geben mir Freizeit. Irgendwie auch. Ich meine, sorry aber. Also wenn ich natürlich zwischen der Schule und freier Zeit kann auswählen, nehme ich natürlich schon die freie Zeit. Bin ich heimgelaufen so und habe dann nachher meiner Mutter alles erzählt. Und sie war dann erst mal geschockt gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, bin ich für 3 Tage dort gewesen. Und dann bin ich wieder zurück in die Schule gekommen, nach diesen 3 Tagen. Nein, zuerst haben wir noch ein Gespräch mit dem Schulleiter gehabt. Dort war dann auch der Chris dabei gewesen. Und hat mal den Schulleiter mit Gesetz vollgejagt, wo er überhaupt nicht verstanden hat und keine Ahnung davon hatte. Also man hat auch gemerkt, dass er überhaupt keine Ahnung davon hat, was eigentlich sein Job überhaupt ist. Und ja, dann konnte ich wieder in die Schule gehen, aber immer noch hinter dieser Scheibe so. Und die Abmachung mit dem Herr S., wo ich eigentlich dort gehe, also der Schulleiter, der mich rausgehauen hat, das war der Herr A. gewesen, nur so noch. Und er hat gesagt, die sei gar nicht richtig vorhanden gewesen und dass der Herr S. gar nicht für unsere Klasse zuständig sei. Obwohl er eigentlich das mit mir dort ja abgemacht hat. Auch mit, wo ist auch Frau H. noch dort dabei gewesen und alles. Also eigentlich ein völliger Scheiß, was er erzählt hat. Danach bin ich wieder in die Schule gegangen und am Freitag weiss ich, nach einer Woche, am Montag, als ich wieder in die Schule gegangen, also als ich wieder in der Schule war, nach einem Wochenende so, sind dann alle Stühle und Tische anders, also so wie früher, hingestellt gewesen.
Also sozusagen, ich hätte wie wieder meinen alten Platz gehabt, meinen alten Platz ohne meine Scheibe. Und dann habe ich die Frau angefragt, was das eigentlich soll. Also mit diesen Tischen, ob ich jetzt einfach wieder meinen Platz könnte haben oder was. Und dann hat sie mir gesagt, dass jemand am Freitag anscheinend am Nachmittag den Tisch umgestellt hat. Man weiß nicht, wer das sei. Und dann habe ich gesagt, also kann ich jetzt meinen Platz wieder haben. Und dann hat sie gesagt, jetzt hörst du auf oder wir gehen gerade wieder zum Schulleiter. Und dann habe ich gesagt, okay. Also, das war ja nur eine Frage. Ja. Dann hat sich eigentlich alles so ziemlich wieder so ein bisschen runtergeschraubt. So. Ist lange nichts passiert. Aber dann ich muss gerade kurz nachschauen. 26.03. ist wieder was passiert. Und zwar, wir haben immer jeweils am Freitag genau eine Lektion, also 45 Minuten Turnen. Und das zwischen zwei Doppellektionen am Morgen. Also das heisst extrem immer Stress, wenn man muss dort übergehen, sich umziehen und dann auch rechtzeitig in der Halle sein, sonst nachher, dann hat man einen Eintrag, oder? Deswegen, und man kann auch nicht vor diesen zwei Lektionen irgendwie auch aus dem Schulzimmer oder so rausgehen, weil sonst kriegt man einfach nicht die Hausaufgabe mit. Ich bin dann natürlich mit meinen Freunden im Schulhaus raufgelaufen, also wir sind im untersten Stock, wir sind im Schulhaus raufgelaufen, Treppen rauf, so zusammen. Und dann ist dann der Herr A dort gewesen, hat mich angehalten und hat gefunden, irgendwie, ich müsste ins Schulzimmer. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, super. Und ich habe ihm dann einfach auch klar gemacht, dass es für mich unmöglich ist, früher das Schulzimmer zu verlassen. Für mich geht das einfach nicht, weil die Lektion ist einfach immer brutal stressig. Hat er mir dann nicht glauben wollen und haben einfach gesagt, Entschuldigung, ich versuche mein Bestes. Und danach hat er gesagt, also seine genauen Worte sind gewesen, ja, super, was soll ich mit dem Spruch anfangen? Bin dann einfach ins Turnen gegangen, haben das eigentlich nicht so ernst genommen. Weil man kann eigentlich auch nicht ernst nehmen, vor allem mit dem, was er gesagt hat. Und dann mein Lehrer, der Herr B., hat dann schon im Klassenzimmer gewartet. Ich darf nicht in die Pause gehen. Das war auch noch so etwas, was ich mit dem Schulleiter abgemacht habe. Also ich darf nicht in die Pause gehen. Ich bin vom Morgen bis Mittag oder bis Abend im Schulzimmer. Und danach hat Herr B. dort schon gewartet. Also er ist eigentlich immer dort während der Pause oder die Hälfte von der Zeit. Jedenfalls habe ich ihn dann gefragt. Ich habe dann gesagt, ob das Sinn macht, wenn jemand mir sagt, ich soll Abstand halten und meinen Abstand halten so zu anderen, aber mir auf 20 cm Nähe während dem Gespräch kommt. Und dann hat er gesagt, nein, das macht sicher keinen Sinn. Und dann hat er gefragt, wieso? Wer hat das gesagt? Dann habe ich gesagt, dann das Nächste ist nicht mal eine Woche länger gegangen, ist schon wieder das Nächste vorgefallen, 31. Wir haben eine Gruppenarbeit gehabt, in der Mathe. So, wir mussten so ein Spiel spielen, kann ich so ein Mathe-Spiel, ich weiß es nicht. Es hat jeweils drei Gruppen gegeben, so drei Gruppen aufgeteilt worden und ich werde dann mit denen meine Maske anziehen. Ich habe einfach gar nichts gesagt und bin einfach mal an den Tisch gesessen. Schön mit Abstand, dass sie nachher ja nicht irgendwie reklamieren kann, ich habe nicht Abstand gehalten zu den anderen. Und du musst deine Maske anlegen.
Und da habe ich gesagt, nein, ich habe das Arztzeugnis. Ja, aber du musst deine Maske anlegen, wenn du mit anderen zusammen arbeiten willst. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wissen Sie, was ein Arztzeugnis ist? Da hat sie gesagt, entweder ziehst du jetzt deine Maske an oder du machst nicht mehr. Da habe ich gesagt, okay, und bin einfach wieder an meinem Platz gesessen. Habe dort für eine halbe Stunde einfach nichts gemacht und habe ein bisschen aus dem Fenster rausgeschaut. Ein bisschen so, ein bisschen genossen. Hinten drin. Aber das habe ich dann erst später erfahren, hat sie mir dann noch einen Eintrag, einen negativen, reingedruckt. Eintrags sind bei uns so, das kommt dann auf die Zeugnisrückseite und gibt sozusagen ein allgemeines Feedback zurück vom Schüler, sage ich mal. Und ja, sie hat mir einfach mal einen Eintrag reingedruckt. Super gsi. ja, aber das habe ich erst ein paar Monate später erfahren, wo man so ein Feedback sozusagen, was bisher für Einträge gekommen sind, ja, bekommen haben. Darauf hat dann auch meine Mutter ein Mail. Noch ein Tipp für euch, falls ihr auch mal sowas habt, also so eine Situation wie ich kann, so eine Scheisslage. Ich würde alles aufschreiben, es kostet zwar extrem viel Zeit, aber weil auf die Zeit, der Mensch versucht immer negatives Zeug zu vergessen, weil das ist was unser Gehirn nicht gern hat. Deswegen vergisst es auch immer Zeug, deswegen habe ich irgendwie auch über Mittag habe ich ganze Aufsätze geschrieben, also mein Mittag ist dann einfach ziemlich zerstört worden, aber wenigstens weiss ich alles noch, weil ich habe alles so schöne Aufsätze da geschrieben, noch mit dem Datum und wo das alles und so weiter, also alles aufs genaueste kleine Detail, also würde ich auch so machen, weil irgendwann weisst du es nicht mehr und dann kommt auf einmal irgendjemand und sagt, wie ist das jetzt dort gewesen und dann kannst du so schön was nehmen und vorlegen. Ja.